Hallöchen, mein Name ist der Axolotl Albert und wir werden heute die Axolotls angehen, ne? Also Axolotl, ich will mal Axolotl schreiben, aber es ist ja mit O und wir hatten halt mega viel Pech mit den Spawn-Möglichkeiten, aber so schwer ist es gar nicht. Willkommen zu einer weiteren Folge Bedrock Guide. Natürlich ist mein Name Lars LP und nicht der Axolotl Heribert oder wie auch immer. Nein, aber wie ist das eigentlich mit den Axolotls und wo spawnen die? Das ist relativ einfach. Guck mal, die können hier spawnen. Ja, die können hier spawnen. Super easy, ne? Hier können die spawnen. Und das Problem ist aber, wir brauchen absolute Dunkelheit. Die spawnen nämlich bei einer Höhe von 63 und tiefer in absoluter Dunkelheit. Man muss nicht in Höhlen oder sonstiges, so wie das immer alle meinen, erklären zu müssen. Aber es ist so, und das wollte ich unbedingt auch nochmal sagen, Axolotl spawnen auch in den alten Chunks. Man muss nicht in neue Gegenden oder in feste Gegenden. Es bringt gar nichts, wenn ihr Koordinaten schreibt oder sonstiges, denn es sind ja Monster, es sind ja Entitäten und das ist ja unabhängig vom Chunk, es geht ja nur um die Voraussetzungen, die die haben zum Spawnen, wie das 63 und niedriger. Das ist eine Voraussetzung für Axolotls zu spawnen und natürlich ist es sinnig, in eine Höhle zu gehen, ne? Da ist es nämlich wahrscheinlich sehr, sehr dunkel, aber nichtsdestotrotz können die überall spawnen. In alten Chunks, in neuen Chunks, im Meer, nicht im Meer. Die einfachste Methode, ein Axolotl zu finden, ist, bei Nacht aufs Wasser zu gehen und einfach zu gucken, wo treibt verrottetes Fleisch hoch. Weil die Axolotl sind nämlich Predator, also Jäger. Und die jagen Ertrunkene unter anderem. Und wenn die natürlich gewonnen haben, dann kommt einfach so ein bisschen Rotten Flesh an die Meeres- oder Wasseroberfläche. Und schon wisst ihr, hey, da ist einer. Oder ihr geht natürlich unter Wasser gucken, das geht auch, ne? Keine Frage. Ein Axolotl, da ist einer, guck mal hier. Warte. Wir brauchen einen Tropenfisch. Wir brauchen nämlich, guck mal hier, da. Hallo, mein kleiner Axolotl, hallo. Ja, die mögen nämlich Tropenfische. Ne? Wo ist er hin? Hier, warte, wo ist er? Da, guck mal. Yay, jetzt hat er uns lieb. Jetzt können wir den eintüten. Bleib mal stehen. Wir können ihn nämlich... So, der ist jetzt natürlich nur paarungsbereit, ne? Komm her! Jetzt komm in meinen Eimer! War ein Tropenfisch nicht genug? Verdammt. Dann brauche ich mehr Tropenfische. Nein! Wir brauchen nämlich Tropenfische. Ja, das ist ein bisschen die Grundvoraussetzung. Dann gehen wir schnell mal Tropenfischeimer machen. Das ist super easy. Ich nehme meine Raketen jetzt hier und fliege einfach los, bis wir das nächste Korallenriff finden, sammeln ein paar Tropenfische, fertig. Sumpf, ich komme wieder. Ich hätte gar keine Tropenfische holen müssen. Wir haben jetzt zwei Tropenfische. Das ist schon mal gut. Und jetzt gucken wir, ob wir nochmal Axolotls finden. Unser Boot müsste ja irgendwo hier noch stehen. Das ist so schwer zu erkennen, wenn es dunkel ist. Da haben wir einen. Also wie gesagt, mit Fischeimer können wir die halt züchten und anlocken, ne? Und, pass mal auf, wir können die auch, wenn wir jetzt mal ganz vorsichtig, ich habe extra mal Leinen mitgenommen. Wir können die auch an die Leine nehmen, dann kommen die mit und so kriegen wir die super easy nach Hause. An Land sind die Axolotls super langsam, außer ihr habt die an der Leine, ihr seht schon, guck mal, wie langsam die sind, ne? Und ihr müsst aufpassen, nach 5 Minuten sind die ausgetrocknet, das heißt, ihr müsst die wirklich relativ schnell wieder ins Wasser kriegen. Ey, was hier kaputt, geh weg. Und ich würde den gerne, hinten bei uns an der Brücke ist ja so ein Tümpel, ne? Also so ein kleines Wasserloch und da würde ich den gerne reintun. Komm mal mit, kleiner Axolotl. So, hier soll der rein. Nehmen wir uns mal gerade. Jetzt habe ich nicht mal eine Fackel dabei, ne? Ich kann nicht mal Licht machen. Ach, wie doof. Können wir uns irgendwo... Warte. So, einmal rein da mit dir. Plupp, wunderbar. Jetzt bleib mal drinne. Ich komme sofort wieder. Hoffentlich despawnst du nicht. Oh, Creeper, hab ich schon gesehen. Ja, danke. Oh, ja. So, ich klaue mir mal kurz diese Fackel hier. Hängen wir die mal da rein. So, und jetzt machen wir erstmal den hier. Danke. Ey. Da, der Axolotl greift ihn an. Der Jäger. Ich sag ja, es ist ein Jäger. Und jetzt hat er sich totgestellt. Weil die Axolotls können sich nämlich totstellen und wieder regenerieren. Und ihr seht, wir haben auch Regeneration, weil wir ihnen geholfen haben beim Kill. Das ist nämlich sehr cool. Das sind nämlich super krasse Jäger eigentlich. Und jetzt bräuchten wir noch einen Namen für den Kerl. Ich muss mal gerade gucken, ob wir einen Namen
noch ein Namensschild haben. Ich würde nämlich auf jeden Fall gerne den jungen Mann hier behalten. Die despawnen nämlich wieder. Das wissen wir alle. Und deswegen müssen wir denen einen Namen geben. Und mein Gott, was ist das denn hier für ein blödes Loch? Ich würde hier gerne raus. Oh, ein Namensschild haben wir noch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann machen wir schnell einen Namen draus. Ich nenne ihn mal... Hier, ich nenne ihn mal... Ich nenne ihn Axel, das passt einfach. Der Axolotl, der Axel heißt. So. Damit er nicht despawnt. Er despawnt auch nicht, wenn er in einem Boot sitzt. Das heißt, ihr könnt ihn zur Not auch erstmal einfach in ein Boot packen. Aber... So, hi Axel. Hier ist jetzt dein kleines Unterwasserreich, ne? Ja, fein. Ich hole dir auch noch eine Axeline, keine Sorge. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, ob der kleine Mann... Guck mal hier, der kommt direkt zu mir, weil der Hunger hat, ne? Aber wir können den Fisch hier auch mal so freilassen. Pass mal auf, wir gucken mal. So. Wow, wow, er geht direkt drauf los. Nice. Cool. Kann ich das jetzt... Kann ich das zusammen craften mit einem toten Fisch und er denkt, das ist echt? Oh, wir trinken gerade, nicht schlimm. So. Können wir... Wo ist Axel? Axel, da? Guck mal, willst du den? Nein. So ist er den Tropenfisch nicht. Also, es muss ein Tropenfisch im Eimer sein. Oder Eimer voll Buntbarsch in dem Fall, ne? Das ist ja nicht so wild. Aber es muss ein Eimer voll einen Fisch aus dem Korallenriff sein. Nee, 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 Axel, bleib mal bitte hier. Du, an Land bist du echt nicht safe. Aber wir haben gesehen, eigentlich kann man sich super einfach beschaffen. Zweitens, sie jagen. Sie jagen nur alle 1 bis 2 Minuten einen Fisch oder ein Monster, damit nicht die Meere quasi instant leer sind. Das war nämlich in der Beta so, da war nämlich instant alles leer. Die haben einfach alles zerlegt. Und du kannst mit denen halt auch, wenn du dir so eine kleine Armee machst, kannst du mit denen auch super einen Unterwassertempel zum Beispiel raiden. Also du nimmst deine ganzen Axolotls, nimmst einen Tropenfischeimer in die Hand und dann gehst du ab zu einem Unterwassertempel und die folgen dir und greifen da die Wächter an. Die Wächter sind natürlich eine ganze Ecke stärker, aber wir bekommen ganz easy eine Riesenarmee von diesen kleinen Axolotls hier auf Kette. Dafür müssten wir einfach mal noch einen holen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen finden, gerade bei Tag. Könnte natürlich sein, dass ein Gespawnter noch da ist. Die greifen auch Tintenfische an, ne? Also, die sind da nicht sehr wählerisch bei dem, was die angreifen. Und es muss kein Sumpf sein. Überall, wo Wasserhöhe 63 und niedriger ist. Jetzt ist es natürlich hell, ne? Wir können hoffen, dass noch einer da ist, der gespawnt ist letzte Nacht. Aber bin mir jetzt nicht so sicher. Wir müssen mal gucken. Am besten lockt ihr die mit dem Fischeimer an. Weil die sind ja unter Wasser recht fix. Und dann nehmt ihr einfach einen Fischeimer in die Hand. Und wenn einer in der Nähe ist, dann kommen die direkt angeflogen. Das ist dann relativ einfach, wenn ihr einfach mal so eine Runde schwimmt. Falls ihr die überseht, ich habe ja so ein Talent dafür, die zu übersehen. Was ist da drüben los? Leuchtende Tintenfische! Ja, nice. Die, ja, nächste Folge vielleicht. Oh, schade, hier ist halt echt keiner mehr. Das ist echt schade. Das wäre schön gewesen, dann hätten wir gleich noch für Nachwuchs sorgen können. Okay, dann müssen wir... Wir brauchen ja eh noch ein paar Namensschilder, ne? Dann müssen wir Axel halt noch ein bisschen gedulden. Dann bleibt Axel noch ein bisschen Solo-Axel. Und irgendwann wird er zum Duo-Axel. Axel, sorry, ich habe noch keine Freundin für dich gefunden. Kommt noch, ja? Ich kümmere mich noch drum. Mach dir keine Sorgen, du bleibst nicht alleine. Aber sieht voll cool aus, wenn er so im Licht ist, ne? So. Vielleicht müssten wir den so... Warte mal, wir haben doch noch Glas. Und dann könnten wir nämlich eigentlich hier... Mal auf, so. Eins, das mal weg. Zwei, drei. Machen wir hier nämlich das Achselbecken hin. So, und dann hier... Ja gut, hier ist ja eigentlich schon zu, ne? Ist ja nicht schlimm. Aber hier drüben... Muss auch aufpassen, dass ich nicht selber ertrinke. Beim Achselbecken. Hier. Ah, hier drüben ist auch noch Platz. Warte, habe ich denn gerade rein zu... Oh, ich habe rein zufällig noch ein bisschen Blockwerk dabei. Das ist ganz gut. Dann können wir nämlich... Ach, das sind die Stufen hier oben, ne? Mhm. Ich kann in Stufen reingucken. Guck mal, ich gucke in die Stufe. Okay. Das ist schräg. Toll, jetzt reicht das Glas immer noch nicht. Aber dann haben wir hier gleich unseren kleinen Jägerkäfig. So, hier noch Wasser rein. Und jetzt haben wir hier unseren kleinen Axel-Jägerkäfig fertig. Das soll natürlich nicht so bleiben. Der bekommt noch ein richtig geiles Aquarium. Wir machen das aber wie bei allen Tieren. Wir holen die erstmal ran, ne? Hauen die in so ein kleines Dinge. Und später setzen wir die um wie Waldorf und Stettler. Jetzt haben wir aber schon eigentlich alles geklärt, weil Axolotls haben 14 Herzen, sind 0,6 Blöcke breit und 1,3 Blöcke hoch. Nee, andersrum.
0,6 Blöcke hoch und 1,36 Blöcke breit, sind Jäger, wie wir gesehen haben, können sich totstellen, wo sie wieder regenerieren. Wir regenerieren mit, wenn wir ihnen helfen beim Kampf und wir können uns quasi die Wölfe des Unterwassers machen. Jetzt braucht Axel halt nur noch eine Partnerin, aber die muss ich erstmal finden. Was wir aber auch unbedingt noch brauchen, ist ein Lager. Und ich habe ja gesagt, hey, ich habe mir da was überlegt, wir bauen das hier komplett um. Das heißt, hier wird alles wieder abgerissen. Ja, ja, ja. Und dann könnten wir hier eigentlich erstmal ein Lager aufschlagen, wo ich dann quasi zwischen den Folgen, also quasi ZDF, alles einsortieren kann. Damit ihr da nicht mehr so ein Grauen an Lager habt und ich mache das einfach so, dass ihr nicht hingucken müsst. Ich kann das nicht sehen, das Elend vom Lars. Ja, so in etwa. So, und jetzt gucken wir erstmal, was das größtmöglichste Quadrat ist, was wir in den Berg reinkriegen. Ne? So, also ich würde mal sagen, roundabout. Hier müssten wir 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja, das ist schon mal gut. Warte. Hier wäre der Berg schon auf. Okay, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ja, da müssen wir hier halt noch dran klatschen, ne? Ist nicht schlimm. Machen wir. Hier wäre ja, ne? Hier bleibt der Eingang. Und bei 7 hätten wir hier. Ja, wir machen einen Dreier-Eingang, ne? Also hier kommen wir rein. Ohne Tür, ohne alles, ne? Es wird so ein offener Eingang. Dann geht man gleich hier eine Leiter runter. 4 Blöcke in jede Etage. Das heißt, hier, ne, beziehungsweise hier oben käme ein Glasboden rein. Hier kommt ein Glasboden rein. Das machen wir dann so bei jeder Etage. So, dass man immer schön das Lager sehen kann. Also, dass man wirklich so ganz durchgucken kann durch den Berg. Aber wir könnten ja überlegen, ob wir diese Säule hier überall machen. Also so zack, zack, ne? Also, ne? Ja, ja, das finde ich gut, das finde ich gut. So, warte, wir brauchen mal gerade, machen wir mal Holz draus, machen wir mal ein paar Stöcke, ein paar Leitern. So. Finde ich echt gut, ne? So, so. Ja, genau. Und dann käme hier drunter quasi, ne, wie gesagt, das hier wird Glas und dann käme die nächste Etage drunter, wo wir dann wieder Truhen reinstellen. Und so haben wir quasi ein riesen Glaslager. Das machen wir 3, 4 Etagen. Und da bin ich halt dafür zuständig, das Ganze immer offscreen einzuräumen. Und das wird nice. So, schauen wir mal, ob das klappt. Das wird jetzt ein bisschen tricky hier, ohne runterzufallen. Aber dann sieht man, was ich meine mit Lager. Okay, oh, pff, hat geklappt. Jetzt machen wir hier mal so. Und dann kommt hier natürlich wieder Leiter hin, ne? Weil wir müssen ja weiterklettern in die nächsten Etagen. So, und hier auch nochmal. Oh, das reicht nicht mal für eine Etage. Okay, ist nicht schlimm. So. Und dann sehen wir halt, immer diese Ringe, oh, hier fehlt auch noch was, immer diese Ringe in den Wänden, das ist quasi das, wo die Truhen hinkommen. Und diese breiten Ringe hier, das ist dann der Boden pro Etage quasi. Voll gut, warte, wir haben doch noch ein bisschen Sand unten im Brutzler. Aber erstmal schlafen, wir haben ja nur 3.28 Uhr in der Früh. Also jetzt ernsthaft. Okay, so, und Chips. Dann können wir das gerade hier zumachen. Ja, voll gut. Und wir könnten theoretisch noch diese Blöcke hier immer ersetzen durch so Glowstone- oder Redstone-Lampen. Und dann würde das auch gehen, ne? Warte, habe ich noch Mauern? Na klar, hier gehört nämlich noch Mauer hin und ein Block. So. Es ist eher so, dass die Etagen halt durchnummeriert sind, ne? Das heißt, hier oben gibt es nur Baumaterial. Hier gibt es nur Nahrungsmittel. Da gibt es nur, damit wir das Ganze ein bisschen einfacher haben. Und wir machen dann so. Hier und hier machen wir Doppelkisten. So, hier oben, da, die kriegen wir ja eh nicht auf, ne? Da machen wir keine hin. So und so. Und es ist halt wirklich gedacht, dass es eine Doppelkiste für Erde gibt.
eine Doppelkiste für Stein, eine Doppel, also wirklich dann Baumaterial, ne? So Stein hier rein und Granit und Blau und alles einfach in diese Kisten, ne? Hier ist halt Baumaterial, solide Blöcke. Damit das so ein bisschen sortiert ist, aber nicht übertrieben viel. Also nicht so, ja, wie soll ich das sagen? Diese Doppelkiste ist quasi zur Hälfte hier, ne? Hier können wir so Erde reinmachen, das reinmachen, das reinmachen, ne? So, dass das wirklich, wirklich nicht so eine Riesenwut an Kisten gibt. Achso, wenn ich rausspringe, dann geht's wieder zu. Okay, gut. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehst du? Ich hoffe doch mal. Aber das wird dann halt super easy, dass ich das hier gemütlich einsortieren kann. Und ich finde es halt echt cool, dass wir hier mit dem Glas so durchgucken können. Perfekt. So, seht ihr, jetzt können wir hier so durchgucken. Nach unten. Voll gut. Und wir könnten halt hier ein Schild hinmachen. Wir nehmen ein Schild wegen dem Tintenfisch. Wir sehen dann noch warum. Aber ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann kannst du das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren, um Teil von Team LarsLP zu werden. Von meiner Seite vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein und bis zur nächsten Folge. Ciao. Mit V.